Hallo Menschen, bevor das Video losgeht, eine kleine Vorbemerkung. Ich habe mir diesmal gedacht, nicht mit der billigen D-Cam meines Partners zu drehen, sondern mit meiner tollen Kompaktkamera. Und das war eine sehr dumme Idee. Ich drehe jetzt gerade wieder mit der Digicam. Und die Kompaktkamera hat nicht nur ein komisches Videoformat ausgespuckt, sondern auch einen ganz, ganz seltsamen Ton. Ich möchte das Video aber bitte, bitte nicht nochmal drehen, denn ich habe schon 7 Mal oder so angefangen und ständig wieder abgebrochen, weil ich Mist geredet habe. Und es ist dieses einmalige Video, sonst bemühe ich mich weiterhin um vielleicht mal ein Mikrofon, aber auf jeden Fall drehe ich nicht mehr mit der Kompaktkamera. Das nur vorweg. Hallo Menschen, heute kommt meine erste Rezension und zwar zu Amelino Toms Quecksilber. Ich drehe das Video vor allem, um endlich einmal ein Video unter 8 Minuten zu haben. Aber kommen wir zum Buch. Es geht um die junge Hazel, die bei einem Bombenangriff in Frankreich ihre Eltern verliert und, so wird es im Buch immer wieder beschrieben, körperlich und ästhetisch absolut entstellt ist, was auf sie auch einen unglaublichen psychischen Druck ausübt. Sie wird allerdings von so einem alten Kapitän aufgenommen, der mit ihr auf eine abgelegene Insel zieht, wo sie in einem Haus leben, in dem es keine Spiegel gibt, keine reflektierenden Oberflächen, nicht einmal ein Waschbecken, um sich dort vielleicht zu spiegeln. Und das Ganze ist quasi eine Ziehvaterschaft, allerdings haben die beiden auch Sex miteinander. Und zu Beginn des Buches ist Hazel zwar dann eine junge Frau, das Ganze begann allerdings, als sie noch minderjährig ist. Und sie wird also auf der Insel nicht wirklich gefangen gehalten, aber der psychische Druck, den sie sich auch selbst macht, ist so groß, dass sie der Meinung ist, sie ist einfach so hässlich, nicht unter die Leute gehen zu können. Und eines Tages wird sie allerdings krank, sodass dieser Kapitän die Krankenschwester François auf die Insel holt, worüber Hazel unglaublich froh ist, endlich mal mit einem Menschen sich austauschen zu können, der einfach nicht dieser alte Mann ist. Sie freut sich immer auf die Gespräche mit François und sagt eines Tages zu ihr, weil Hazels Geburtstag in einem Monat ist, wäre das beste Geburtstagsgeschenk, was François ihr machen kann, dass Hazel bis dahin noch krank bleibt, damit sie jeden Tag François sehen kann. Und François fährt dann nach Hause und überlegt sich so und dann kommt ihr Gedanke dazu. Ich bin fest entschlossen, sie zu heilen. Und darum, Hazel, soll ihr Wunsch über ihre Hoffnung hinaus erfüllt werden. Dum, dum, dum. Also, das ist wie gesagt nur ein ganz kurzer Teil des Buches bis dahin. Es gibt noch verschiedene Wendungen, verschiedene Erkenntnisse, die wir gewinnen. Also zum Beispiel hat François auch ständig das Gefühl, abgehört zu werden dort und manipuliert zu werden so ein bisschen. Und wir erfahren so viel aus der Vergangenheit der Personen, sodass sich einiges wirklich nochmal dreht. Also hinten auf dem Buch wird das Ganze auch als psychologischer Thriller bezeichnet und das geht eigentlich schon in die richtige Richtung. Ich will euch natürlich aber nicht alles verraten. Um es erstmal zusammenzufassen, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es bekommt so 9 von 10 Punkten, würde ich sagen. Und ich möchte noch darauf eingehen, was es meiner Meinung nach so gut macht. Das erste ist die Erzählweise. Also es ist ja sowieso wirklich kein dickes Buch. Und Amelino Tom schafft es dann aber nochmal extra, einem genau so viele Geheimnisse am Anfang zu bieten, dass man wirklich involviert ist. Und dann aber auch immer ausreichend Infos, sodass man nicht das Gefühl hat, hier einfach nur hingehalten zu werden, sondern wir erfahren immer schnell genug Neuigkeiten, sodass man wirklich dabei bleibt. Und das Zweite, wie jeder Roman von Amelino Tom lebt dieses Buch von den Dialogen, meiner Meinung nach. Ich habe das auch schon mal in einer Rezension geschrieben, wer Dialoge lernen möchte, sollte Amelino Tom lesen. Das sind richtige Wortgefechte und es geht Schlag auf Schlag. Und obwohl sie oft auf so Einschübe wie sagte er oder schrie sie verzichtet, weiß man immer, wer gerade was wie sagt. Und das hat es wirklich unglaublich drauf. Und das treibt das Buch nochmal extra an, wenn natürlich nicht ellenlange Beschreibungen sind, sondern einfach immer diese richtigen Gesprächssalben, möchte ich mal sagen. Also sehr gut, was das betrifft. Und darüber hinaus sind die Themen, die jetzt vielleicht nicht immer benannt werden, also nicht der Inhalt, der direkt erzählt wird, sondern über was es alles geht, sehr interessant. Also es ist in erster Linie natürlich einmal Freundschaft und Liebe, aber auch die Stellung der Frau. Also es sind direkt feministische Gedanken drin, aber man muss auch richtig sagen, antifeministische. Und trotzdem ist es immer verständlich geschrieben. Also auch wenn ich das unglaublich furchtbar finde, ist es für den Charakter, der diese Gedanken hat, kohärent, es passt zu ihm und es ist logisch erklärt, warum er sowas denkt. Allgemein geht es natürlich auch um Schönheit und die Wahrnehmung von Schönheit und den Wert von Schönheit.
weil oft so Gedanken aufkommen wie, eine Frau, die nicht schön ist, ist gar nichts, ist nichts wert. Das sind Hazels Gedanken. Wenn ich nicht schön bin, kann ich mich nicht in die Gesellschaft trauen. Und des Weiteren geht es noch um so große Fragen wie Wahrheit und Schuld und Treue, vielleicht trotz dieser Schuld. Das Ganze läuft auf ein Ende hinaus, was furchtbar ist einerseits, aber auch sehr, sehr gut, wirklich großartig. Und nicht nur das, zunächst mochte ich das nicht so. Man liest das Ende und auf der nächsten Seite steht eine Notiz von Ameline Tomp. Übrigens, dieses Buch hat zwei Enden. Ich konnte mich nicht entscheiden, hier kommt das zweite. Und im Großen und Ganzen bin ich eher ein Fan davon, wenn ein Buch fertig ist, so wie es nun mal ist. Und hier muss ich aber sagen, das zweite Ende ist sehr, sehr anders und trotzdem passend. Also alle Figuren verhalten sich anders. Und man war aber der Meinung, ja, so würden die sich verhalten, so ist es richtig, das entspricht ihrem Charakter. Und das hat sie in beiden Enden geschafft. Beide Enden haben mich wahnsinnig gemacht, aber auf eine gute Art und Weise. Also insofern bekommt Quecksilber von Amelie Nothomb bei mir eine absolute Empfehlung. Ich würde es sogar als guten Einsteiger zu Nothomb sehen. Also ich habe ja letztens in meinem Monatsrückblick ein eher autobiografisches Buch von ihr gehabt, was ich nicht als erstes empfehlen würde, aber das hier und zum Beispiel auch Die Reinheit des Mörders und ein anderes Buch von ihr, Die Kosmetik des Bösen, die würde ich als Einsteiger absolut empfehlen. Amelie Nothomb ist jetzt eine der Autoren, von denen ich fast schon mit am meisten Bücher habe. Es sind alles ganz kurze, schnelle, psychologische Bücher, würde ich fast sagen, aber auch so, dass es immer noch ein gewisser Humor oder so eine, wie soll man das sagen, so eine französische Beschwingtheit im Grauen mit dabei ist. Das war jetzt wunderbar erklärt. Vielleicht hat ja einer von euch was gelesen und kann mir jetzt sagen, ob ich Mist geredet habe oder ob ihr mit mir übereinstimmt. Zum 100. Mal sage ich euch jetzt noch Empfehlung von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.